Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock. Redstone Mechanics, ja, fast schon vergessen. Ich habe ein bisschen mit dem Skalk-Sensor rumgespielt und ich habe hier mal drei Fallen aufgebaut. Wir werden durch die drei Fallen durchgehen und insbesondere die da. Eine sehr, sehr gefährliche Falle, sage ich mal so. Aber die machen wir erst am Schluss. Am Anfang machen wir die hinter mir, danach die da und danach die da. Das ist immer noch genau dieselbe Welt. Ihr seht, da ist der Rest, das, was wir in der letzten Folge gesehen haben. In der nächsten Folge würde ich dann ganz gerne nützliche Sachen machen. Ja, also nicht unbedingt Fallen für Spieler, sondern eben, ja, Sachen, die man eigentlich wirklich benutzen sollte und keine Fallen. Also, wir beginnen mit der Falle da hinten und zwar nach dem Intro. So, dann gehen wir mal hier rüber. Und zwar ist das hier die Falle. Und ihr könnt schon ziemlich klar erkennen, worum es hier geht. Um Pfeile. Und zwar mit einem Bewegungssensor, genau hier vorne. Das heißt, wenn man im Überlebensmodus ist und sich hier ranschleicht, oder ja, durch Ranschleichen kann man es natürlich verhindern hier, dann funktioniert das nicht. Aber wenn man normal läuft, dann wird das aktiviert und dann fängt das Ding an, einen abzuschießen. Und das dauert auch eine Weile. Und jetzt habe ich es aus Versehen nochmal aktiviert. Jedenfalls schießt das dann hier, oh je, nee, schießt dann eine ganze Menge Pfeile hier entlang. Und zwar geht das so, das Signal geht hier unten lang, kommt hier dann nach oben, geht hier in einen Kondensator rein, dann bleibt das Signal länger gespeichert. Das geht dann in eine Fackel rein, also es wird invertiert. Und hier haben wir dann eine ganz einfache Clock, die das dann immer wieder aktiviert. Und hier haben wir einige von den Zielblöcken, wo ich, muss ich sagen, ein sehr großer Fan von bin, dass sie eben das Redstone so umleiten, dass die hier aktiviert werden können. Und dann werfen die die eben auch aus. Und so funktioniert das. Das ist im Grunde alles. Wir laufen mal hier rum. Und ihr seht, da ist der Kondensator. Kondensator geht aus und die Clock wird deaktiviert. Das war es auch im Grunde schon. Wir schmeißen das hier mal kurz weg. Und dann. Perfekt. Ich habe das natürlich genau dorthin geschmissen, wo der Skalk-Sensor das erkennen kann. Aber na egal. Gehen wir jetzt zur nächsten Falle. Und die ist wirklich gemein. Die ist wirklich gemein. Ich habe da einen Grasblock kaputt gemacht. Das ist eine ganz gewöhnliche Lava-Falle. Ja? Also wir gehen hier hin und wir wollen die Kiste haben, also laufen wir und wir landen in Lava. Das ist es. Mehr ist es nicht. Es kommt aber, ja, es kommt noch was dazu. Erstmal, ihr seht hier diese Bodenmarkierung. Wir stellen uns mal hier hin. Ja, die Lava fängt schon weiter hinten an. Das heißt, das hier ist nur so als Falle, dass man denkt, hier beginnt das und da ist noch nichts. Ist dann natürlich gut zum Reinlegen und dann fällt man trotzdem in die Lava. Zum Weiteren haben wir hier noch Stolperdraht installiert. Das heißt, man kann der Falle gar nicht entkommen. Und zwar können wir uns natürlich hier anschleichen, dann aktivieren wir das nicht. Aber jetzt kommen wir hier zum Stolperdraht. Und was machen wir jetzt? Entweder wir zerstören ihn und dann wird ein Signal ausgelöst oder wir laufen einfach durch. Und wenn das so ist, dann wird das hier auch einfach aktiviert und dann fallen wir trotzdem in die Lava. Also man kann quasi nichts dagegen machen, ohne es kaputt zu machen. Man wird einfach sterben. Und natürlich muss man keine Lava nehmen. Man kann ja auch viele andere Sachen nehmen. Ich gehe jetzt hier mal rein. Oh, ich habe es tatsächlich kaputt gemacht. Und dann vergessen wieder aufzubauen. Dann machen wir mal schnell hier. Das war jetzt nicht geplant.
Und zwar will ich, dass wir hier erstmal reingehen. So. Nochmal schleichen und dann laufen wir nochmal rein. Also ihr wisst ja hoffentlich, wie Stolperdraht funktioniert. Man berührt das und dann fällt man runter. Und so einfach geht das dann. Fällt man runter und ist natürlich gefangen in der Lava. Oder ihr könnt auch einfach ein tiefes Loch nehmen oder eben die Stalaktiten benutzen. Und dann, wenn man da drauf fällt, dann kann man auch sterben. Also es gibt auf jeden Fall da eine Menge Möglichkeiten. Und das funktioniert hier folgendermaßen. Wir haben hier zwei Skike-Sensoren. Man könnte es auch mit einem machen hier in der Mitte. Ich habe jetzt einfach mal zwei genommen. Die laufen wieder in einen Kondensator rein. Das wird dann wieder einmal invertiert. Und das deaktiviert dann die ganzen Kolben hier. Und die Falle geht dann halt eben auf. Und ja, man kann auch nur eine Seite aktivieren, wenn man hier am Rand läuft. Jetzt. Ja, so funktioniert das jedenfalls und auf der anderen Seite natürlich genauso. Und hier haben wir halt noch so einen zusätzlichen Block hingepackt für den Stolperdraht, dass der auch einen Nutzen hat. Also entweder falte hier wegen dem Skike-Sensor rein oder eben wegen dem Stolperdraht hier. Ihr habt also quasi keine wirkliche Wahl. Ihr werdet so oder so sterben. Außer ihr zerstört hier jetzt alles. Hier so und das da alles, dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Aber in den meisten Fällen solltet ihr es halt so gebaut haben, dass man das hier nicht gleich zerstören kann mit Obsidian verkleiden oder ähnlichem, was dann sehr lange dauern sollte. Gut, kommen wir zur letzten Falle. Und zwar, ja, eine Bombe. Eine nicht entschärfbare Bombe. Ich habe das hier nochmal nachgebaut aus rotem Glas. Und ich mache mir hier den Faden weg. Brauchen wir nicht mehr. Und zwar haben wir hier eine sehr gefährliche Bombe. Ihr seht, da in der Mitte ist ein Skike-Sensor. Da drin ist auch ein Skike-Sensor. Und jetzt ist es folgendermaßen. Wir schnappen uns mal die Blöcke, die ich hier reingepackt habe. Und zwar nehmen wir an, das hier ist TNT. Und jetzt lassen wir das schieben. Und ihr seht, das wird nicht erkannt. Wenn wir es hierhin platzieren würden, es würde erkannt werden und die Bombe würde natürlich hochgehen. Aber hier oben wird es noch nicht erkannt. Und momentan ist es ja so, dass wenn ein Block verschoben wird, dass es auch generell nicht erkannt wird. Das haben wir ja in der letzten Folge da hinten schon geklärt. Dann können wir einfach die Bomben oder das TNT immer weiter nach unten schieben. Nehmen dann irgendwelche anderen Blöcke. Ich habe hier halt Quarz genommen. Und dann lassen wir das immer weiter nach unten schieben, bis alles am richtigen Ort ist. Und dann jetzt noch zweimal. Und noch einmal. Und jetzt ist die Bombe auch schon scharf. Also sie war schon die ganze Zeit scharf. Sobald ihr da den Skike-Sensor reinmacht, ist die Bombe scharf. Ihr müsst dann auch super gefährlich sein, weil selbst das würde die Bombe auslösen. Ja? Selbst dieses Rumlaufen hier. Und natürlich, wenn ihr schleichen solltet, könnt ihr natürlich versuchen, hier die Bombe zu zerstören, indem ihr halt das TNT abbaut. Es wird trotzdem erkannt. Also würde die Bombe jetzt auch hochgehen und ihr würdet höchstwahrscheinlich sterben. Deshalb ist das eine sehr, sehr gefährliche Falle. Und ich werde die auch jetzt gleich auslösen. Ich habe davon schon ein Backup gemacht. Das ist auf jeden Fall eine sehr gemeine, gefährliche Falle. Ihr verliert aber natürlich den Skike-Sensor. Das könnt ihr natürlich nicht verhindern. Den werdet ihr verlieren und ja, habt dann halt einen weniger. Ich glaube nicht, dass die so häufig vorkommen werden in 1.18. Deshalb muss man mal gucken. Jedenfalls werden wir jetzt versuchen, die Bombe zu entschärfen. Theoretisch könnten wir auch einfach direkt in die Mitte rein, also hier, und dann versuchen, ganz schnell das zu zerstören. Oh, ihr seht, das hat nicht geklappt. Zurück. Oha. Und das TNT fliegt überall hin und hinterlässt einen riesen Krater. Okay, das hier hat es tatsächlich überlebt. Ah, die auch. Sehr schön. Also, es hat natürlich einen riesen Schaden angerichtet. Solltet ihr das in irgendeinem Haus bauen von euren Freunden, dann bleibt natürlich nichts mehr vom Haus übrig. Das ist dann natürlich, ja, dann ist die Freundschaft auf jeden Fall bisschen gefährdet, würde ich sagen. Aber so kann man auf jeden Fall sehr effektive Waffen bauen.
Okay, ich habe da gerade noch ein fliegendes TNT gesehen. Na ja, gut. Okay, das TNT fliegt hier noch überall rum, aus der Sichtweite raus noch. Ja, okay, Leute, das war's mit der Folge. Das waren hier diese drei Waffen. Ich werde jetzt das Backup laden und dann ist das auch alles wieder in Ordnung. Und dann werde ich auch mal drei nützliche Sachen bauen, also die man wirklich gebrauchen kann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.